dressed up to tumble down. Red eye, red eye. Don't you worry about the bombs tonight. Die Deutsche Hochschulmeisterschaft im Boxen. Begeistert in diesem Jahr 158 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Deutschland. Zum letzten Mal fand das Turnier in Münster im Jahr 2000 statt. Umso größer die Freude, dass die Universitätsstadt nun wieder als Ausrichter fungieren darf. Immerhin ist der Boxsport an der Uni Münster so etwas wie Tradition. Schon seit 1960 werden die Fäuste an der Hochschule geschwungen. Wir haben in diesem Jahr ca. 150 Teilnehmer und Teilnehmerinnen in verschiedenen Kursen, wobei der Anteil der Leute, die im fortgeschrittenen und Wettkampfbereich trainieren, bei 45 Leuten ist. Wie groß ist der Mädchen- oder Frauenanteil an der Uni Münster beim Boxen? Ich denke 25-30%, also ein relativ hoher Anteil für die Sportart. Der weibliche Anteil ließ sich auch schon am ersten Tag der Hochschulmeisterschaft erkennen, obwohl noch nicht alle Kämpferinnen im Einsatz waren. Jetzt boxst du heute Abend. Wann steigt da so bei dir die Anspannung oder bist du jetzt schon ein bisschen aufgeregt? Vorgestern ist die Anspannung gestiegen. Also heute ist es ganz schlimm, einfach weil auch heute schon viele aus meinem Verein einen Wettkampf hatten. Da fiebert man mit denen natürlich auch total mit. Aber die Anspannung ist hier und so eine Stunde vorher bin ich auch nicht mehr ansprechbar. Wie bist du zum Boxen gekommen hier an der Uni Münster? Ich bin 2008 angefangen zu studieren in Münster und habe vorher 16 Jahre lang Taekwondo gemacht und ungefähr 4,5 Jahre Thai-Boxen. Kea Schmidt-Bodenstein wird bei der diesjährigen Hochschulmeisterschaft im Mittelgewicht an den Start gehen und ist dabei sogar eine der Favoritinnen. Schon 2010 und 2011 konnte sie den Titel in Freiburg und Marburg gewinnen. Und obwohl der Kampfsport sie schon ihr halbes Leben begleitet, ist es für ihre Bekannten und Freunde manchmal noch befremdlich. Die sagen, muss das denn sein, gerade du als Frau und hast du schon mal eine Verletzung gehabt und hast du nicht Angst? Natürlich habe ich Angst, das gehört dazu, aber es ist halt auch einfach der Spaßfaktor, der im Fokus liegt. Einer, der schon entspannter in den Tag blicken konnte, war Matthias Meyer. Der 22-jährige Student der RWTH Aachen konnte seinen ersten Kampf gewinnen und stand damit in der nächsten Runde. Der Trainer ist zufrieden, das ist das Wichtigste. Ich war schon sehr nervös vorher, dann im Ring war alles weg. Ich habe einfach geboxt und war dann einfach total happy, gewonnen zu haben. Und es war eigentlich alles beim ersten Mal ein bisschen viel. Also ich kann jetzt schlecht sagen, inwiefern das gut oder schlecht war. Der Maschinenbaustudent im 6. Semester fand über die Uni wieder zum Boxen zurück und weiß genau, worauf es in seiner Gewichtsklasse ankommt. Es ist weniger die Schlagkraft, man muss flink sein, man muss eine gute Ausdauer haben. Also diese 3x2 Minuten können ganz schön lang werden. Und man muss da einfach mal mitmachen. Also es ist nicht immer das, was man im Fernsehen sieht, die Klitschkos, die schweren Leute, sondern es fängt hier im Kleinen an. Und da muss man einfach mal zum Boxen kommen. Und ich habe auch das erste Mal hier teilgenommen und es macht mir ziemlich viel Spaß.